Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Resonant Rise. So, ich habe die Teile mal hierhin gebaut, ich habe mal ein paar mehr gebaut noch. Ich habe jetzt schon das Rezept für die Basic Logistik Pipes da drin. Natürlich alle Unterrezepte, ganz wichtig, wie beim ME-System, alle Unterrezepte müssen natürlich vorhanden sein. Und ich habe das auch gerade getestet. Wir haben jetzt, ich habe einfach mal ein paar in Auftrag gegeben, wir haben jetzt 35, ich glaube insgesamt 12 waren noch drin oder so, oder 9. Es funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle rausnehme, sagen wir mal 35, ich nehme die jetzt mal alle raus. So, nehme ich mal kurz an mich ran und dann mache ich mal Craft. Wir craften einfach mal 8 Stück, weil das ein Rezept ist. Das dauert halt ein bisschen, bis das fertig ist. Da kommen sie. Und da sind die 8 Stück schon da. Und fertig. Es funktioniert. Natürlich, Problem ist natürlich Glas zum Beispiel. Glas muss gebrannt werden. Ich weiß noch nicht, wie das mit, weil da halt nur ein Rezept in den Crafting Pipes ist, weiß ich nicht, wie das mit den Dingern funktioniert. Muss ich mich noch schlau machen. Weil das kann gut sein, dass das nicht funktioniert, dass wir das dann über ein ME-System machen müssen, dass wir da 8 Rezepte direkt dran haben, weil ich will jetzt nicht für jedes einzelne Brennrezept einen Ofen mit Energie dahinstellen, was dann nämlich nötig wäre. Deswegen, das will ich nicht unbedingt. Was ich höchstens machen könnte, ich weiß gar nicht, ob geht das? Wenn ich jetzt ein Chassis baue. Wir haben hier Chassis dran. Da. Da sind ja 2 Module drin. Wenn ich jetzt mehrere Module da dran mache, geht das dann? Das habe ich noch mal nicht ausprobiert, ne? Weil es gibt ja MK4 Module. Chassis. Da können 4 Module rein. Es gibt sogar MK5, da können 5 rein. Was aber jetzt noch witzlos ist, weil da brauchen wir ein Diamond Chipset für. Da können 4 Module rein. Moment, das teste ich doch jetzt einfach mal. Da brauchen wir nur eine Logistikpipes, Eisen und Gold. Basic. Iron. So, ein bisschen. Und Gold. So. Da testen wir doch jetzt einfach mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine MK4, wo ist sie? Da. MK4 Logistik Chassis. So, da können 4 Module rein. So, Modul, wir können auch ein Crafting-Modul bauen. Kein Problem. Da brauchen wir noch ein bisschen Redstone, dann brauchen wir das Teil wieder. Die Frage wäre natürlich, wenn geht das da mit dem Crafter? Da bräuchte ich natürlich... Ja, ich habe ja schon einen, ups. Da sind jetzt 4 Rezepte dran, ne? Müssten. Wir haben doch hier auch eine Pipe. Pass mal auf, wir können die einfach mal hier hin dran setzen dann eben. Ist ja kein Problem. Da sind 4 Rezepte drin. Das können wir mal ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Wir brauchen Papier. Papier, kein Problem. Da holen wir uns mal kurz ein bisschen. Warum ernte den nicht mehr ab? Ach, weil der zu langsam ist wegen dem Sludge. Wir müssen das Sludge auf jeden Fall rauskriegen. Muss ich mal angehen. Schauen. So, das Häuschen, das ist immer noch schön gebaut. Relativ schön. So, ein bisschen Papier. Rest Sugarcane kann weg. Wir brauchen ein paar Golden Nuggets. Und wir brauchen, was war da noch? Redstöne. Redstöne brauchen wir sowieso viel. Und wir brauchen noch ein bisschen das. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz. Wir nehmen uns einfach mal davon 5 und davon 5 raus. Dann müsste das eigentlich reichen. So, wir brauchen natürlich 4 von diesen Karten. 1, 2, 3, 4. Haben wir. Dann brauchen wir die Gears. Ach, Iron Gears sind das. Ups. Das sind Iron Gears. Das ist ja frech. Aber ist auch relativ einfach. Da brauchen wir noch ein bisschen Eisen noch für.
Da brauchen wir ein bisschen, weil wir brauchen ja 4 Karten insgesamt. Das heißt, wir brauchen 10 eigentlich. Verdammt. Wir haben ja noch Eisen, also was soll's. Und unten ist ja noch genug Eisen drin. Das könnte ich auch gleich mal hochholen, dass wir hier wieder unsere Automatisierung anhaben. So, nö. Ach, da brauchen wir rote Farbe. Ups, wie macht man die? Moment. Nein, ja. Okay. Die Technicolor heißen die. Ich vergesse die jedes Mal, dass sie so heißen. Danke. Rose Red haben wir. So, jetzt aber 4 Stück. Danke. So, da testen wir jetzt einfach mal aus. Pass mal auf. Wir hauen hier mal einen dran. Hauen hier natürlich unsere 4. Warte mal, kann man die vorher? Oh, kann man sogar. So. Import. Geht nicht. Warum nicht? Schade. Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die hier rausschmeiße. Löscht. Kann man das löschen? Ne. Kann man das nicht löschen? Achso, ja, genau. So, no sieb, no sieb. Das testen wir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt da drauf klicke, kann ich dann das erste reinholen? Nein, schade. Hätte ja sein können, dass das geht. So vielleicht? Mist, warum nicht? Warum nicht? Hm. Schade eigentlich. Das wäre cool gewesen, wenn das geht. Leider geht's nicht. Hm. Leider nicht. Wenn ich das so mache, geht das? Oh. Weil das ist ja im Prinzip das jetzt, ne? Könnt ihr einfach mal jetzt ausprobieren. Aber ich glaube eher nicht, dass es funktioniert. Warte mal, gib mir mal kurz ein bisschen Basic. Da mache ich die unten mal eben kurz ab. Die Pipe. Und dann testen wir mal den Crafter. Das ist, finde ich, wieder relativ cool jetzt, dass dieses Ausprobieren. Weil, wie gesagt, ich kenne zwar den Logistik-Pipe-Mobs. Mobs, ja, vor allen Dingen Mobs. Ich habe leider nur noch nie mit dem mit Autocrafting getestet. Deswegen ist es auch mal schön, eigentlich mal auszuprobieren. Das ist für mich ja auch Neuland. Ja, ne? Also, man muss es ja auch mal ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt gucken wir einfach mal. Craft, wir craften mal. Warte mal, haben wir da was drin? Nein, wir haben kein Wood drin. Crafte einfach mal 20. Request successful. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert. Ha! Da brauchen wir zwar nicht den, sondern den davor, weil wir brauchen dann nur den Crafter T2. Wir müssen nur das Rezept da reinlegen. Ha! Geil! Es funktioniert wohl. Das heißt theoretisch. Ne, warte mal, wir können doch dann theoretisch 2 Pipes dran machen. Warte mal, was für Chassis gibt es denn noch? Chassis. Es gibt noch 8 Module MK5. Wir müssen den Assembly Table bauen. Dann können wir auch die Crafter benutzen. Das ist ja geil. Und es funktioniert doch. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die 2 reinmachen, dann kriegen wir 4 Sticks raus. Und dann kriegt er hier Sticks. Apply. Dann gucken wir mal, ob der Sticks baut. Stickies, haben wir noch welche drin? Die bauen wir mal raus. Eben. So, und dann bauen wir uns mal Sticks. Sagen wir mal, wir bauen 8 Sticks. Möchte ich gerne haben.
Und eigentlich sollte der jetzt... Da kommt der Request. Und da kommt Sticks. Geil. Juhu! Es funktioniert mit dem Crafter. Oh toll, jetzt habe ich alles weggeschmissen. Super. Es funktioniert mit dem Crafter. Das ist ja gierig. Dann können wir... Dann brauchen wir unten gar nicht die ganzen Dinger da. Pass mal auf. Dann nehmen wir uns mal... 8 Holz. Wir nehmen uns eine Kiste. Dann hauen wir schon mal 4 Rezepte da rein. Coole Sache, das. Dann kann ich aber auch, wenn ich die MK5 dann habe, dann kann ich tatsächlich auch 8 Rezepte mit dem Alloy-Smelter machen. Cool. So, erstmal du. Apply. Dann du. Mit einer Kiste. Apply. Dann gehst du bitte dahin. Du machst dann... Ne, du bist der für den... Das Ding. Du bitte mit 4 Stück. Machst du das. So. Und du... mach mal bitte 8. 8 Stück. Eine Kiste. So. Jetzt haben wir die 4 Rezepte eingestellt, die hier drin sind. Und wir können, wie gesagt, 8. Da brauchen wir aber den Assembly Table, den wir aber auch bauen können. Ich glaube, den können wir sogar schon bauen. Den Assembly Table. Da brauchen wir nämlich nur Obsidian, Diamond Gear, was nicht das Problem ist. Redstone und Obsidian. Obsidian sollten wir eigentlich haben. Oder auch nicht. Aber Obsidian kriegen wir relativ schnell, denn draußen ist dunkel. Deswegen gehen wir mal kurz pennen. Das heißt, Obsidian brauchen wir. Dann bauen wir uns ein Assembly Table und Laser. Und dann geht's rund. Dann können wir uns ein Auto-Crafting-System aufbauen. Was cool ist sogar. Ich finde das... Das ist cool. Dieses, wie ich gerade sagte, dieses... ja, dieses Selbst-Erarbeiten, ein paar Ideen haben, wie es denn funktionieren könnte und dann funktioniert es auch noch, dann, das ist doch so, das ist das Geilste überhaupt. Und wie man gesehen hat, es funktioniert jetzt. Also es funktioniert mit dem Crafter von Elf Tools. Wir können tatsächlich pro Teil 8 Rezepte reinkloppen. Problem ist halt nur, das Ding braucht Strom. Das heißt, wir können gar nicht so viel da unten hinbauen. Jedenfalls nicht so, wie ich es davor hatte. Das geht nicht. Also so. Leider, weil die halt Strom brauchen. Und die Logistikpipes halt... Oder können die Strom transportieren? Das könnte aber auch sein. Logistikpipes. Ich glaube, die haben so eine Art Modul, ne? Firewall-Pipe. Es gibt sowas. Es gibt auf jeden Fall so ein Modul. Was so heißt... ich weiß es jetzt nur nicht mehr. Or Dictionary, ne, Modbase, B-Sync, Electric Manager Modul. Das könnte das vielleicht sein. Aber das kannst du nicht bauen, okay. Hat sich gerade erledigt. Schade. B-Analyzer Pipe gibt auch. System Entrance, Destination, Fluid Insertion, Extractor. Da ist ja, ach, ein Request Table gibt es auch. Oh, cool. Da brauchst du auch die Soldering Station für, okay. Aber cool, da gibt es direkt ein Table für. Das ist auch nicht schlecht. Da brauchst du nicht die Pipe. Den werden wir auch mal irgendwann bauen. Schnauzerspinne. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich Obsidian. Wie gesagt, wir brauchen den Assembly Table für den Diamond Chipset. Problem ist natürlich, wir haben momentan nur oben die eine Stromquelle, ne? Obwohl das natürlich noch reicht. Aber wir werden trotzdem jetzt uns mit den ganzen Sachen beschäftigen. Mit unserem schönen kleinen Crafting-System. Denn ich finde das geil, der Teil. Wie ich auch schon tausendmal jetzt gesagt habe, also ist mal was anderes wie ME-System. Wie ich dir auch schon mal gesagt habe, es ist mal tatsächlich was anderes.
wie das normale ME-System ist und ist mal tatsächlich für mich auch immer was Neues. Ich kenne das System zwar, also vom Lagersystem kenne ich es her, ich habe es nun, wie gesagt, noch nie als Auto-Crafting-System gebaut. Und wenn es doch auch so funktioniert, dann ist das doch okay, sage ich mir. Wenn es denn auch funktioniert, dass wir damit ganz dezent Auto-craften können, Autos smelten können, dann ist so alles vollkommen legitim und dann können wir das auch mal probieren oder benutzen, das Auto-Crafting-System von diesem Mod. Dann haben wir mal ein anderes Lagersystem, das zwar natürlich bei weitem größer ist, ist logisch, es sind halt keine einfach nur Disketten, muss man ja bedenken, sind halt nicht nur Disketten, wie bei ME-Systemen oder halt, ne? ME-Chests oder whatever. Aber im Endeffekt ist das auch eigentlich ein billiges Lagersystem sogar. Man braucht halt nur einiges an Diamanten. Und Diamanten werden wir auch bald die Seeds von machen. Weil Diamanten werden wir auf jeden Fall einige brauchen. Da kommen wir nicht drum rum. Weil halt aus dem ganzen Zeug, was man da haben muss, braucht man halt Diamanten. Sei es jetzt zum Beispiel die Logistikpipes an sich, da braucht man halt Diamanten. So, wir haben jetzt 8 Obsidian schon mal. So, was brauchen wir noch für den Assembly Table? Assembly Table. Erstmal den Table. Diamond Gears brauchen wir. Da brauchen wir Gold Gear und oh, Gold haben wir kaum noch. Müssen wir Gold wieder reinkloppen. Warum haben wir so wenig Diamanten? Habe ich nicht da gerade Diamanten reingeschmissen? Ach, wir haben ja Diamond Essence. Okay. Entschuldigung. Dann werden wir mal ein paar bauen. Geben wir mal ein paar. Stimmt, wir. Ach, da sind die Diamanten dran. Hä? Keine Ahnung, warum da jetzt auf einmal 27 Diamanten waren. Wir haben ja ein paar Diamant-Essenzen, stimmt ja. Die haben wir ja schon. Stimmt, die haben wir schon gemacht. Stimmt! Dann brauchen wir die ja gar nicht. Gut. Wir brauchen ein Goldgear. Erstmal. Zack, zack, zack. Und warum ist das Eisen noch nicht da? Habe ich nicht Eisen bestellt? Manchmal leckt das ein bisschen, das System. Habe ich das Gefühl. Ach, ich habe das, glaube ich, nicht aktualisiert, das System. Das muss man nämlich auch zwischendurch mal machen. Also man kann hier auf Refresh drücken, dann sieht man die Sachen, die da dran sind. Neu. Muss man nämlich auch noch machen. Habe ich schon Obsidian-Essenz habe ich, glaube ich, schon eingelagert, ne? Habe ich ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und uns fehlt wieder Redstone. War ja klar. Irgendwas ist ja immer. Gib mir Redstone. Dankeschön. Und dann haben wir unseren Assembly Table. Jetzt brauchen wir natürlich die Laser. Wo ich wahrscheinlich erstmal nur 3 baue. Das wird erstmal reichen. Da brauchen wir aber auch wieder Obsidian. Haben wir noch 2? Wir können sogar schon einen bauen. Geil. Den, wo baue ich denn erstmal hin? Erstmal zum Bauen an sich. Sollten wir den einfach irgendwo erstmal hinstellen? Ich würde fast sagen, wir stellen den erstmal. Puh, wir stellen den eigentlich erstmal hier hin, würde ich sagen. Pass mal auf. Dann holen wir uns noch ein bisschen Energy Conduits. So, gib mal her. Dankeschön. Da haben wir jetzt denn die Laser dran. Erstmal, ja, die Laser vor allen Dingen. Ein Laser, natürlich. So. Eine Kiste haben wir noch. Passt. Können wir daneben stellen. So, und jetzt, wenn wir Redstone und hier das hier dran packen, kriegen wir auch ein Diamond Chipset. Der natürlich jetzt ewig dauert. Das wird jetzt lange dauern mit einem Laser. Deswegen werden wir uns noch ein bisschen Obsidian Essence holen. Und leider ist die Folge gleich schon vorbei. Da ist ganz schön frech. Weißt du mal, ätzend, wenn ein Modpack richtig Spaß macht und überhaupt mal wieder gut Spaß macht, damit man auch mal wieder neue Sachen entdeckt, dann vergeht die Zeit immer so schnell.
Na. So. Na, komm, danke. Aber wir kriegen schon drei raus, sehr gut. Da ist eine Runde noch, dann haben wir wieder Obsidian. Ich werde noch zwei Laser bauen. Das Problem ist, Laser, die fressen richtig viel Strom. Da müsst ihr extrem aufpassen, weil diese Assembly-Laser, die, wenn es nicht gepatcht wurde, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie nicht beobachtet, die futtern sogar Strom, wenn die nicht an sind. Also die haben im Prinzip wie so ein Stromleck. Sind, funktionieren die, kann man so sagen. Und verbrauchen die ganze Zeit Strom, obwohl die eigentlich gar nicht an sind. Da müsst ihr halt extremst drauf aufpassen. Ja, das, natürlich ist einer jetzt richtig langsam, das ist klar. Deswegen werden wir jetzt noch welche bauen. Um genau zu sein, das ist der falsche. Was ist das denn? Ein Laser vom Mechanism, okay. Zwei Stück bitte noch, das soll erstmal reichen. Weil sonst futtern die zu viel Strom, obwohl das geht sogar noch. Was mich tierisch wundert eigentlich, dass hier noch ohne Probleme Strom läuft. So, und so. Jetzt haben wir drei. Laufen natürlich jetzt dreimal so schnell. Dauert aber trotzdem. Aber so, wir können jetzt die Diamond Chips jetzt machen. Das heißt, wir können theoretisch MK5 machen. MK5 heißt für uns natürlich, wir können ohne Probleme 8 Rezepte da reinkloppen. Wir brauchen dafür die MK4, die wir da schon haben. Das heißt, die können wir dann upgraden und fertig ist die Kiste. Und wir haben immer noch nicht keinen Unterschied. Das wundert mich aber. Bei drei Lasern, bei einem Improved Windmill nur da oben. Ach, wir haben ja nur Windräder, ne? Drei Stück oder so, ne? Ja, gut. Stimmt, wir haben ja schon ein paar Windräder gebaut gehabt. Aber gut, das Ding funktioniert. Da haben wir mal kurz schnell den Assembly-Tisch gebaut. Sieht jetzt zwar natürlich kacke aus, aber der kommt natürlich noch an einer vernünftigen Stelle. Das Gebäude an sich wird ja sowieso, muss ich sowieso noch ausbauen, fällt mir mal so ein. Was hängen denn da eigentlich so viele Fledermäuse immer hier rum? Hau ab. Stück. Komm her, du. Hallo? Danke. Weg mit dir. Echt mal. Immer das Gesindel hier im Haus. Achso, ich hab Hunger. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn jetzt wieder in so einen Schrott hier drauf? So. Gut. Ja, wie gesagt, das Haus wird sowieso nur ausgebaut. Das ist ja jetzt nur ein Gebäude. Eigentlich soll das eigentlich nur mein Schlafgebäude sein. Die anderen Gebäude, die werde ich dann hier wahrscheinlich hier irgendwo da, oder da bauen. Da werde ich hier der Dingen zukippen. Den Tümpel hier. Da werde ich hier neben vielleicht noch ein Gebäude bauen. Abwarten. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache. Ich habe mir da noch keinen Kopf drum gemacht. Das soll aber eigentlich mein Schlafgebäude werden hier nur. Das Zeug kommt alles noch irgendwann hier raus. Das ist jetzt nur so. Das Lager bleibt hier drunter. Das definitiv. Und dann werden halt die Gebäude untereinander verbunden mit den Logistikpipes. Und ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass es jetzt funktioniert mit dem Auto-Crafting. Wie gesagt, wir haben dann hier 8 Rezepte dann bald drin. Dann können wir ja auch den kompletten Crafter benutzen. Ich weiß nur nicht, wie ich es unten mache mit dem Strom. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Wenn nicht, muss ich tatsächlich immer nur eine Reihe machen. Und dann irgendwie von unten Strom oder so. Weil die halt Strom brauchen. Da ist halt der Blöde. Da ist halt der Blöde. Weil die andere Crafter von Project Red Expansion da, der braucht halt auch Strom. Deswegen, das ist eigentlich auch witzlos, der Teil. Deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich einen ganz normalen, eine Reihe mit den Craftern bauen. Aber wir brauchen dann halt, wie gesagt, nur diese Chassis, was richtig cool ist, und dann halt immer 8 Karten. Und ja, das kriegen wir auch alles hin. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft Resonant Rise. Tschüssingen.